Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Und heute gibt es ein Back-to-School-Haul und das heißt, dass ich Ferien habe. Und oh, ich freue mich so, dass ich Ferien habe. Ich habe die Sachen jetzt ziemlich früh gekauft in der ersten Ferienwoche, weil ich letztes Jahr in der letzten Ferienwoche die Sachen gekauft habe und da waren alle coolen Sachen schon weg und dann hatte ich so scheiß Sachen. Deshalb habe ich die jetzt am Anfang gekauft und jetzt bin ich voll zufrieden mit meinen Sachen. Und die will ich euch jetzt zeigen und lass uns beginnen. Also zuerst habe ich was bei Amazon gekauft und zwar College, also meine Eltern haben es mir gekauft, weil Schulsachen muss ich nicht kaufen. Das ist das Einzige, was ich mir nicht von meinem Taschengeld zahlen muss. Und zwar habe ich mir College-Blöcke gekauft. Einmal zwei in liniert und drei in kariert. Und ich bin eher Team kariert. Also ich schreibe lieber auf karierte Blätter als auf liniert. Keine Ahnung wieso. Und ja, die durften mit, weil ich fange jetzt an mit Ordnern, weil ich habe keinen Bock mehr auf diese Hefte. Die zerknittern bei mir immer. Deshalb habe ich mir bei Amazon noch einen Ordner bestellt. Also eigentlich habe ich mir, also meine Eltern haben mir einen falschen bestellt und dann haben sie mir nochmal einen dünneren bestellt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht. Auf jeden Fall, das ist der, wo ich die Sachen dann zu Hause wieder rein tue, also wenn wir das Thema erledigt haben. Und ja, das ist der für die Schule. Und dann ist es eigentlich gut, dass sie mir zwei gekauft haben. Und ja, das war es eigentlich schon bei Amazon. Dann habe ich mir bei Kaufhof Karteikarten gekauft, auch in kariert, weil ich habe damit letztes Jahr angefangen, mit Karteikarten zu lernen und nicht mehr nur im Vokabelheft. Und deshalb, und ich habe mich um eine Note verbessert in beiden Fremdsprachen. Und das ist sehr gut und deshalb durften die mit. In meinem Euroshop habe ich mir zwei Dinge gekauft. Und zwar zuerst ein Taschenlocher. Und das ist das praktischste Ding, was es gibt. Und zwar vergessen Lehrer sehr gerne, die Papiere zu lochen. Und ich verstehe nicht, wieso. Weil im Kopierraum ist ja daneben ein Locher, wo man alle Papiere lochen kann. Aber nein, sie vergessen es trotzdem. Und deshalb durfte das mit. Und das Gute ist, bei dem Locher, ist, dass hier so Löcher sind, damit man den einordnen kann in den Ordner. Und deshalb durfte der mit. Und dann habe ich mir noch 20 Aufsteckradierer gekauft und ich weiß, kein Mensch braucht 20 Aufsteckradierer außer ich, weil ich verliere die sehr gerne. Und also Radierer generell, man muss sich immer fragen nach Radieren und das nervt auf Dauer echt. Also ich, meine arme Sitznachbarin nervt mich damit immer. Und deshalb dürfen die auch mit und die sind voll bunt, fällt mir voll. Und jetzt kommen wir zum coolsten Store und zwar Hema. Und ich liebe Hema über alles, weil da gibt es so süße Sachen und die sind echt nicht teuer. Und deshalb habe ich bei Hema sehr viel eingekauft. Und das erste, was ich mir bei Hema gekauft habe, ist ein College-Block. Ich habe ja nicht genug. Und der ist ziemlich cool. Also der ist liniert. So, wie man ihn? So. Und das Coole an dem ist, dass der hinten noch so ein Register hat, also wo man dann die Sachen so rausnehmen kann und dann irgendwie in der Mitte hier einlegen kann. So, so kann man das dann einlochen und das finde ich sehr gut und deshalb habe ich den mitgenommen. Dann habe ich mir drei Register oder Trennblätter mitgenommen. Und zwar sind da nur 5 Sachen und es gab auch welche mit 10, aber die waren so hässlich, deshalb habe ich jetzt welche mit 5 genommen und dann muss ich halt die so hintereinander machen, aber das stört mich jetzt nicht. Und ich habe noch eins extra mitgenommen, falls ich mehr Fächer habe, weil ich weiß nicht, welche Fächer ich habe. Ich bin so uninformiert. Ja, deshalb durften die mit. Dann habe ich mir so eine Hausaufgabenmappe gekauft. Also ich benutze jetzt nicht für meine Hausaufgaben, mehr für so Elternbriefe. Weil dann muss ich die nicht in mein Loch, in meinen Ordner tun. Und die kann ich dann einfach so einheften. Und ich mag die Farbe voll, die ist so Neon. Und alles, was Neon ist, mag ich irgendwie. Keine Ahnung wieso. Das macht dann macht Schule noch mehr Spaß. Und dann hat man noch mehr Spaß beim Lernen. Ja, deshalb habe ich die mitgenommen. Dann machen wir weiter mit Notizblöcken und zwar habe ich mir 3 gekauft und zwar 2 linierte, also das ist mein erstes Notizbuch und oh mein Gott, das ist so süß und die hatten sehr viele Sachen mit dem Muster, ich glaube ich habe ja noch ein paar mehr von dem Muster gekauft und das stehe ich mir aber zu Hause hin, weil das mega schwer ist und dann kann ich mir zu Hause irgendwie Notizen machen, wie zum Beispiel so Videos planen oder so kann ich dann da dran machen.
dann habe ich mir das praktischste Heft überhaupt gekauft. Und zwar ist das auch liniert. Und das hat hier so, ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber da kann man so Sachen reinheften und hier hinten auch. Und das Beste ist, diese Folie, also dieses Ding hier, da kann man nämlich auch Sachen reintun. Aber das habe ich für eine bestimmte Sache gekauft. Und zwar, meine Bio- oder Chemielehrerin verteilt immer so Memories oder so. Ich weiß gar nicht, was man da machen, damit machen muss, aber die verteilt sie in der ersten Stunde und dann hört die Stunde irgendwie auf und dann müssen wir das am nächsten Tag wieder mitbringen und das regt so auf und ich verliere die Sachen dann immer und deshalb kann ich die jetzt hier einfach reintun und dann habe ich die immer bei mir und ja, deshalb habe ich mir das mitgenommen und dann habe ich mir noch ein kariertes mitgenommen, weil ich schreibe voll gerne auf kariert, deshalb habe ich mir noch ein kariertes mitgenommen und das hat auch noch so ein Ding zum Reinheften hier. Und ja, das war's mit Notizbüchern. Dann habe ich mir so ein Mäppchen gekauft, auch wieder mit dem Muster. Also das sieht man jetzt nicht so krass, aber das ist auch von dieser Musterreihe. Auf jeden Fall mache ich da meine Geometrie-Sachen rein, weil mein Geodreieck ist letztens in meinem Mäppchen gebrochen, weil es einfach zu groß war. Und deshalb habe ich mir das jetzt mitgenommen, extra für meine Geometrie-Sachen. Und dazu passend habe ich mir ein Geodreieck gekauft, weil meins ist ja kaputt gegangen und das wäre auch eines der besten Dinger ever. Und zwar ein Lineal, aber das ist kein normales Lineal, nein. Das kann man so aufdrehen und dann hat man dieses 30 cm Lineal und so hat man einfach dieses 5 cm Lineal. Und das finde ich eine sehr gute Erfindung, Hema Anu, und das ist echt gut. Und dann habe ich noch für dieses Mäppchen so ein Schreibtischset oder so gekauft, also so ein Mini. Und zwar ist da so ein Miniatur-Tesafilm drin, dann ein Mini-Tacker, ein Mini-Spitzer. Okay, Spitzer ist immer Mini. Eine Mini-Schere und so ein Heftklammern-Entferner, glaube ich, heißt der. Also mit dem man einfach diese Klammern da wegmachen kann. Die Tacker-Klammern, genau so heißen die. Und ja, dann habe ich einfach hier noch so ein extra, also für den Miniatur-Tesafilm, warte, wenn ich den rausbekomme. So, für den habe ich einfach noch so ein Tesafilm-Rolle und dann noch richtig viele Tackernadeln. Ich weiß nicht, wie die Tackernadeln, also wie das heißt. Das könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, wie das heißt. Und dann habe ich noch Büroklammern da drin. Und das mache ich dann einfach da alles rein, weil das hat man ja normalerweise auf dem Schreibtisch stehen und dann habe ich das auch mit in der Schule. Dann habe ich mir noch Fineliner gekauft. Oh, warte, das ist die schöne Seite. So. Und ich habe meine Stabilo-Set voll lange gebraucht und die sind schon so eklig schwarz an den Seiten geworden. Keine Ahnung, woher das kommt. Das kommt immer in Mäppchen. Meine Freundinnen haben das auch die ganze Zeit. Deshalb habe ich mir jetzt neue gekauft und die waren einfach viel günstiger als die Stabilos. Und deshalb durften die mit. Und ich bin mal gespannt, ob die genauso gut sind wie die Stabilos. Dann habe ich mir 12 Bleistifte gekauft, weil es genauso wie mit den Radiergummis, die verliert man auch immer. Deshalb habe ich 12 mir jetzt extra gekauft und die haben nur 1 Euro gekostet. Und ich meine, für 1 Euro dürfen 12 Bleistifte doch mitgehen. Dann habe ich mir ein Radiergummi gekauft, weil ich habe ja noch nicht genug. Und das ist einfach so ein großer, den man ins Mäppchen schmeißt und der nicht an den Stiften ist. Und dann habe ich mir 2 Kugelschreiber gekauft, weil ich liebe es, mit Kugelschreiber zu schreiben. Und den einen mache ich an meinen Ordner, weil der hat so ein Fitzelchen, wo man Stifte reintun kann. Und den anderen, der andere kommt in mein Mäppchen. Und dann habe ich mir noch einen Füller gekauft. Und den Füller habe ich mir extra für Französisch gekauft, weil meine Französischlehrerin immer sagt, wir sollen mit Füller schreiben. Deshalb habe ich mir jetzt einen Füller mitgenommen. Und ich hatte letztes Jahr zwar einen Lamy-Füller, aber ich war es leid, mir die ganze Zeit Patronen zu kaufen. Und den Lamy-Füller habe ich am Ende auch verloren. Aber so diese Pelikan-Patronen hatten wir schon die ganze Zeit zu Hause. Weil als ich in die erste Klasse gekommen bin, meine Oma oder so, wir so ein 200er-Pack von diesen Pelikan-Patronen gekauft. Und die habe ich nie aufgebraucht, weil ich mit Lamy-Füller immer geschrieben habe. Deshalb habe ich mir jetzt einen 3-Euro-Füller gekauft. Und das war ein Investment. Ja. Deshalb durfte der mit. Dann habe ich mir noch Highlighter gekauft, also Textmarker, aber ich finde Highlighter klingt irgendwie besser. Und das sind 6 Stück in verschiedenen Farben und die sind so klein, die passen viel besser in Mäppchen als diese großen. Deshalb, also die sind so klein und die sind
übelst gut. Ja, deshalb durfte ich auch mit. Ja. Dann habe ich mir Borokinama gekauft und das sind irgendwie 100 Stück oder so. Und ja, die waren reduziert auf 50 Cent, deshalb habe ich mir gedacht, ach komm, für 50 Cent kannst du jetzt diese Büroklammern kaufen. Deshalb habe ich mir die jetzt mitgenommen, weil ich brauche die auch für meine Lichterkette. Da habe ich manchmal nicht genug Wäscheklammern, deshalb mache ich das dann manchmal mit Büroklammern. Deshalb habe ich die einfach mitgenommen. Und dann habe ich noch 2 Tippex-Mäuse mitgenommen. Und ja, was soll man zu Tippex sagen? Das kommt, also ich glaube, ich tue eine in mein Geometrie-Mäppchen und die andere in mein Mäppchen. Dann bin ich immer safe, weil ich schreibe ja mit Kuli und da Kuli kann man ja nicht wegkillern. Deshalb brauchte ich Tippex-Mäuse. Dann habe ich mir einen neuen Planer gekauft. Was heißt neu? Ich hatte noch nie einen Planer und ich habe letztes Jahr immer vergessen, also nicht immer, aber öfters vergessen, meine Hausaufgaben zu machen. Deshalb habe ich mir jetzt einen Planer gekauft, damit ich das da immer reinschreiben kann. Und das Besondere an dem ist, dass der da hinten so ein Täschchen hat. So. Und dann kann man Sticker reinfügen, weil ich habe mir Sticker gekauft, damit ich das verschönern kann. Und die Sticker zeige ich euch jetzt mal. Und zwar zuerst habe ich mir so Buchstaben gekauft und so. Und die waren reduziert auf 50 Cent, deshalb die liegen einfach mit. Dann habe ich mir Blümchen-Sticker gekauft, natürlich in Neon, weil mit Neon macht die Schule noch mehr Spaß. Und dann habe ich mir Palmen gekauft, damit ich immer schön an Sommerferien erinnert werde, wenn ich die da draufklebe. Und dann so Papageien, Vögel, ich habe keine Ahnung, wie diese Vögel heißen, aber ich würde jetzt mal sagen, dass es so Papageien sind. Und die habe ich mir dann auch noch gekauft. Und dann habe ich mir noch so Buchsticker gekauft, also damit man so draufschreiben kann, das ist das Buch von Charlotte. Und das war so ein kleiner Fail, weil ich dachte, die sind schwarz, weil ich wollte schwarze, weil ich liebe schwarz. Aber das sind gepunktete. Also es ist ein Teil schwarz und ein Teil gepunktet, aber die gepunkteten sind auch nicht schlimm. Also, das sind Bücher, da kann ich auch die gepunkteten draufkleben. Dann habe ich mir noch Washi-Tape gekauft und das ist Rolo. Und ich war nie wirklich ein Fan von Washi-Tape. Also ich habe es halt genutzt und ich habe es auch nicht wirklich gekauft, weil Washi-Tape ist übelst teuer. Aber jetzt habe ich eins für 1 Euro mir gekauft und da sind 2 Rollen drin. Also habe ich jetzt 4 Rollen und das ist einfach mal Rolo. Und ich liebe Rolo über alles. Und deshalb durfte das auch mit und damit kann man Notizhefte oder sonst was gestalten. Deshalb, ich liebe Rolo. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video, weil meine Hematüte ist leer. Und ja, ich bin jetzt froh, dass ich jetzt 4 Wochen lang nicht an die Schule denken muss, weil ich habe ja jetzt alle Sachen gekauft. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Restsommer und ich hoffe, dass das Wetter bei euch auch besser wird. Also bei mir ist es gerade ziemlich schlecht, weil ich trage auch schon Sweater, weil es so kalt ist. Und ich hoffe, es wird endlich wieder bald schöner. Und ja, ich wünsche euch schöne Ferien und tschüss, bis zum nächsten Mal.